Trotz düsterer Wolken im Münchner Norden findet das alljährliche Angerfest dennoch statt. Diesmal in der Freizeitstätte Neuland und natürlich wieder mit toller Musik. Normalerweise treffen sich hier die Jugendlichen ab der 5. Klasse bis 18 Jahre. Heute, ausnahmsweise, dürfen auch die Kleineren hier sein. Für ein kurzes Grußwort ist der Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer eingeladen. Ich übergebe das Mikrofon an den Herrn Singhammer. Herzlich willkommen. Über 20 Jahre schon engagiert sich der Bundestagsabgeordnete für die Münchner. Liebe Kinder, liebe Eltern, ich wünsche allen viel Spaß, viel Glück, ein wunderschönes Fest. Die Menschen auf der Angerheide, die lassen sich von dunklen Wolken nicht beeindrucken und führen das Fest durch. Und das ist auch wichtig, weil es Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit dient. Leckerer Kuchen und fruchtige Mixgetränke tun ihr Übriges. Die Jugendeinrichtung Neuland ist für Frank May von der hiesigen Bewohnergemeinschaft ein großer Gewinn. Damit die Jugendlichen nicht nur hier rumhängen, sondern einen Treffpunkt haben, bei dem sie auch sinnvoll sich beschäftigen können. Und dieser Treffpunkt wird sehr gut angenommen. Mit viel Spaß und guter Laune für alle Gäste ein gelungenes Fest.